Der Turkish Airlines Preis von Europa erstrahlt in diesem Jahr in einem ganz neuen Licht, im Flutlicht, um genau zu sein. Eine der wichtigsten Prüfungen für die Springreiter beim CHIO Aachen und eine entscheidende noch dazu. Denn wer hier gewinnt, qualifiziert sich direkt für den Rolex Grand Prix, den großen Preis von Aachen, am Sonntag. Eine Flutlichtprüfung ist für Zuschauer, Pferde und Reiter natürlich immer etwas Besonderes. Zuletzt gab es das bei den Olympischen Spielen in Tokio. Nun beim Turkish Airlines Preis von Europa in der Aachener Sörs. In Tokio war auch alles Flutlicht. Das war der beste Vorbereiten vor Aachen war Tokio. Als erster geht der Österreicher Max Kühner auf Electric Blue in den zweiten Umlauf und liegt mit 56,36 Sekunden direkt ordentlich vor. Es folgen bange Minuten für den Anwärter auf den Rolex Grand Slam, den Sieger des Dutch Masters 2021 in Sertogenbosch. Max Kühner fiebert auf dem Abreiteplatz mit. Luciana Diniz für Portugal auf ihrem Wallach Vertigo du Dessert reitet gut in der Zeit. Landet am Ende auf dem zweiten Platz. Dann nimmt der Belgier Jérôme Guéry die Verfolgung auf, reitet einen starken Parcours und landet zum Schluss auf Platz 3. Riesenfreude bei Max Kühner, er kann den ersten Platz halten und ist damit der Sieger des Turkish Airlines Preises von Europa mit seinem Spitzenpferd Electric Blue. Habe ich nicht mit gerechnet. Erster Starter im Stechen. Ich hatte zwar ein gutes Gefühl im Parcours, Blue hat super mitgemacht, aber ja, dass jetzt so ausgegangen ist, freut uns sehr. Der strahlende Sieger beim Flutlichtdebüt des Turkish Airlines Preises von Europa, Max Kühner. Damit ist er auch direkt qualifiziert für den Rolex Grand Prix am Sonntag. Für ihn die Chance auf den zweiten Sieg im Rolex Grand Slam der Springreiter.